Lange ist es her und jetzt sind wir zurück mit dem Format, in dem wir Profi-Darts nachbauen und heute mit einem sehr besonderen Set, das es so gar nicht mehr zu kaufen gibt. Da musste ich wirklich ins letzte Eck vom World Wide Web, um die Darts noch zu finden. Die Seite sah wirklich nicht vertrauenswürdig aus, aber ich habe sie jetzt hier. Die alten, die so sehr geliebten Michael Smith Darts von Unicorn. Er ist ja mittlerweile bei Shots und jeder hatet seine neuen Darts, was mit seiner Performance zusammenhängt. Are you happy with your new darts? Yeah, of course. Social media is not after them, but I am. It's just keyboard warriors. Mit seinen neuen Darts spielt er laut Internet nicht so gut wie mit seinen alten Darts, obwohl er selber sagt, dass es nicht an den Darts liegt. Und weil ich und das Internet der Meinung sind, dass das hier die richtigen Michael Smith Darts sind, mit denen er am besten spielt, bauen wir im Gedenken an die alten Zeiten die Darts nach, mit denen Michael Smith nicht nur Weltmeister geworden ist, sondern das beste Leg aller Zeiten gewonnen hat. Okay, wir packen die Dinger mal aus. 22 Gramm, laut Internet spielt er das bis heute. Und ich finde die Verpackung schon mal ziemlich cool von den Premier Darts. Unicorn hat's einfach drauf, was Verpackung angeht. Die kann man dann so ausklappen. Das ist der Zettel, der da mitgeliefert wird. Und dann machen wir das Ding auf. Hier steht nochmal, wie viel Gramm es sind. 22. Boah, ich hätte mal gern so eine kleine Waage, um das nachzumessen, ob das passt. Hier oben steht einmal Unicorn und da ist eine Unterschrift von Michael Smith. Es gibt auch genau die Darts noch als Weltmeister-Variante. Da ist, glaube ich, dann noch hier vorne ein roter Strich dran und steht irgendwas mit Weltmeister drauf und ein Stern. Ich kann die mal vielleicht einblenden, wenn ich das finde, für euch im Video. Perfekt. So, Verpackung geht zurück. Und das ist jetzt erstmal der Dart hier. Die Flights sind schon mal richtig. Genau die hat er damals gespielt. Andere Schäfte waren dran. Und hier ist der Barrel, den man ja eigentlich will. Aber weil Michael Smith ja nicht diese Spitzen hier gespielt hat, müssen wir die wechseln. Er hatte nämlich goldene Spitzen. Und die habe ich jetzt hier auch von Unicorn. Ich spanne das hier ein. Okay, die Spitzen gehen schon mal sehr, sehr easy raus. War nicht reingeklebt oder so. Erste Spitze ist draußen. Dann holen wir eine goldene. Ich habe ja zeitweise auch goldene Spitzen gespielt. Nur mein Problem war, dass die irgendwann dreckig geworden sind. Und dann waren die nicht mehr gold, sondern so braun. Ich weiß nicht, ob jemand auch das Problem hatte mit goldenen Spitzen. Aber bei mir werden die mit einer Zeit irgendwann dreckig und braun. Aber vielleicht lag es auch an der Marke. Okay, ich habe die erste Spitze gewechselt. Und oh mein Gott. Ich finde das so schon richtig schön. Und ich gehe, glaube ich, einfach mal den ganzen Weg. Und mache auch die Schäfte drauf. Ich kann es nicht abwarten. Ich kann jetzt nicht noch die anderen wechseln. Schäfte sind Unicorn mit Taper Fade in Rot. Und wir dürfen die Flights benutzen, die mitgeliefert wurden. Die hat er tatsächlich auch gespielt. Ich verstehe gar nicht, wieso die da andere Schäfte drauf machen. Bei Spitzen kann ich es noch verstehen, aber wieso machen die andere Schäfte drauf? So, richtig festdrücken. Und das ist der Boah, ich finde den richtig schön. Damit erstmal jetzt das perfekte Leg werfen, oder? Merkt euch die Flights, merkt euch alles. Okay, habt ihr gemerkt? Habt ihr euch eingeprägt? Und ich schalte jetzt um. Zack. Das ist er, oder? 1:1. Und wir wechseln jetzt noch kurz die anderen Spitzen. Michael Smith hält den Dart so, glaube ich. Kann es nicht besser zeigen. Also hier hinten. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Wow. Das ist ja richtig, wie nennt man das? Carporn. Das ist Thumbnail schon, basically. Boah, jetzt ans Board. Hast du richtig erkannt. Und das Geile ist, ich kann euch direkt mitnehmen. Oh mein Gott. Schade. Jetzt weiß ich, wieso Michael Smith so easy die 180er wirft. Liegt in Darts. Und dann bin ich natürlich mit den Darts noch ans Board gegangen und habe versucht, eine 180 zu werfen. Schöne 140. Ich halte den Dart so. Ich habe meine Finger hier hinten an dem Grip. So halte ich den Dart. So. Das zeigt eigentlich ganz gut. Und dann hatte ich noch den Danny Noppert Gedächtnis-Bouncer drin, ne? Was geht ab? Dann habe ich kurz den inneren Luke Littler rausgelassen. Der erste ging drunter, deswegen konnte ich den zweiten nicht hinterherwerfen. Ich dachte mir, ich switch einfach mal aufs Bullseye und werf zwei rein. Das war lecker. Und die Aufnahme danach einfach wieder ins Bullseye. Also ich habe einfach mit den Darts dreimal hintereinander ins Bullseye geworfen. Und die Nachfolgedarts sind auch gar nicht so schlecht. Und eine Aufnahme später habe ich nochmal ins Bullseye getroffen. Also Bullseye ging mit den Darts ganz gut. Aber da ist nicht mehr Platz für noch einen gerade.
soll zum Jubeln schon ansetzen. Schade. Let's go! Boom! Und die Schilder. Schilder, da ist das Ding. Richtig schön. Und da sind die Schilder. Hier kann ich die sehen. Guck mal, wenn ich hier spiele, dann sehe ich die Schilder. Das ist richtig geil. Moin, Data. Mein Gott. Aber schöne Gruppe. Besitzt die?